Bei blauem Himmel war am Mittwoch die grün-rote Festwoche der Handballer noch nicht ganz vorbei. Im Gegenteil, es wurde richtig offiziell. Der Landesvater persönlich, Ministerpräsident Rainer Haseloff, hatte in die Staatskanzlei eingeladen, um die erfolgreichen SCM-Athleten zu ehren. In einer kurzen Rede bedankte er sich für die Leistung der Handballer, betonte deren Wichtigkeit für unsere Elbestadt und versprach, bald wieder in der Halle zu sein, um das Team anzufeuern. Ich komme auf jeden Fall wieder, wir sind schon bei der Planung. Meine Frau ist sowieso versierte Handballerin, die hat mal als junges Mädchen sehr intensiv gespielt und die treibt mich schon automatisch an, aber die Stimmung ist auch mal ganz toll, auch in der Arena, und ich glaube, wer es noch nicht erlebt hat, hat was verpasst. Mit leeren Händen sollten die Sportler natürlich nicht nach Hause müssen. Für jeden gab es als Zeichen der Wertschätzung ein Buch als Dankeschön des Landes. In Erinnerung werden ihnen diese Tage so oder so bleiben. Auch wegen der Feier auf dem Rathausbalkon. Ja, das ist natürlich, wo man halt auch ständig überspricht oder auch mal davon träumt, dass das ja, auf dem Markt zu stehen, auf dem Balkon mit dem Pokal in der Hand und zugejubelt wird von den ganzen Fans. Und ja, das ist, wofür man als Sportler dann auch lebt. Die Spieler genießen ihren großen Sieg also noch, bevor es dann in der Liga weitergeht. Mit dem THW Kiel im nächsten Heimspiel warten schon die nächsten Prüfsteine.